So. Was ist hier los? Lewis Brothers. Okay. Hier gibt's doch bestimmt auch noch was. Nope. Schade. Ach, back in 5 minutes. Ja, gerade geschlossen. Vermutlich werde ich jetzt hier nicht 5 Minuten stehen bleiben können, dass er wiederkommt. So, die spielen hier. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Aber die Gesichtstexturen sind schon echt klasse, ne? Muss man schon echt sagen. Ach du. Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. DeWitt, Stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Tess. Was zum... Geh nach Monument Island und finde das Mädchen. The Tower protects the lamp from the false shepherd. Aha. Alter Schwede, sieht das episch aus. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Vermutlich hier irgendwo rum. Deswegen schaue ich mich erstmal hier hinten um. Versteht sich ja von selbst. Ach, was macht ihr denn da hinten im Eck? Ja, schmutzige Sachen hier, oder was? Und das in der religiösen Stadt. Das geht ja mal gar nicht. Was kann ich denn hier machen jetzt? Nichts Produktives, okay. Tourist 3 von 37, ah ja. Gibt's also durchaus viele Errungenschaften. Hallo. Hallo. Alles klar bei euch allen. Ich habe das Gefühl, es geht hier oben rauf. Wieso sind hier ständig irgendwelche Feuerwerke am Start? Geht's den Leuten hier zu gut oder was ist da los? Das ist aber schon echt ein extrem krasser Kontrast zu Rapture, ne? Ich glaube, hier runterspringen ist eine schlechte Idee. Es ist echt schon ein extrem krasser Kontrast, muss man sagen. Hier Rapture unten, dieses Dunkle, dieses Bedrohliche immer unter Wasser und hier dann... Naja, man sieht es ja selbst, ne? Wobei ich auch nicht abgeneigt wäre, wieder nach Rapture zu kommen. Das soll ja dann in einem DLC für Infinite möglich sein. Das werde ich natürlich auch spielen, jetzt wo ich Infinite schon habe. Werde ich natürlich auch diese beiden DLCs, bei denen man nach Rapture zurückkommt, spielen. Der Prophet ist fair und freundlich. Wer redet denn da? Bert, ich muss mir einen anderen Weg suchen. Okay, hier ist gesperrt. Was ist da los? Geht's hier zu Kneipen oder was? Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder... dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann. Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kraft, produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten, und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet, gelobt sei unsere schöne Stadt. Ich glaube, das wiederholt sich jetzt wieder. Kann ich mir so, ich hätte gern so ein Dingens hier. Dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Ich hätte aber gern so ein Teil. Ich glaub dir ja auch. Erstmal Kinder Zigaretten schenken, ist immer gut. Es gibt ernsthaft hier Zigaretten extra für Kinder? Was zur Hölle? Columbia, please! Stop! Geloben, gelüft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco! Produziert von Mr.
Was zum Teufel? Versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, gerufen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Protect the woman and child. Hit the devil three times. Ah ja. Wir sollen den Teufel dreimal treffen. Das sollten wir schaffen. Huch. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, ich muss die einfach nur treffen. Och, cool. Danke. Ach, cool, wir können hier im Karneval spielen. Das ist ja super. 20 Points to win. Okay. Was muss ich treffen? Okay. Okay. Ich versuche jetzt mal alle zu treffen, soweit möglich. Klappt ganz gut bisher. Nein, um einen Punkt. Damn it. Ah, um einen Punkt. Verdammt. Okay, hier gibt's Columbia-Flaggen scheinbar. Ist auf jeden Fall den... der amerikanischen Flagge recht ähnlich, die Columbia-Flagge. Scheint auch auf der Kultur zu basieren. Alter, was kann man denn hier alles machen? Ich glaube, ich werde mich hier noch ein bisschen beschäftigen. Ach, guck mal. Da mussten wir ja jetzt viel machen. Gut, kriegen wir aber auch leider nichts für. Aha, da kann man diese E-Pferde kaufen. Ach, guck mal. Ihr mit eurer Kindermarke, wa? Ihr seid mal so Bengel hier, ey. Wenn das die Welt unten hört. Was ist das denn hier? Skylines of Columbia. Ach so, eine Präsentation für diese ganzen Skylines. Das ist ja cool. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Ach, Verkaufsautomaten verkaufen irgendwas. Say you don't say. Alter, was man hier alles machen kann. Was zur Hölle? Luftgewehr. Ja gut, das haben wir ja schon mal gemacht, also. Das Prinzip ist ja das gleiche wie bei der Schrotflinte. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Oh, guck mal. Was ist hier? Nichts. Voxaphone! Voxaphone! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Sagen Sie etwas, Freund. Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Hast du schon okay, hier ist zu. Hier verschwören sich gerade ein paar Typen, um die Stadt zu stürzen oder so, keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Alter, was es hier alles gibt. Alexander Hotdogs. Die Wunde an Fortschritt und Wissenschaft. Hier gibt's nichts mehr. Die Colombian Flag KO. Okay. Extra heiße Hotdogs. Nehmen Sie eine Notiz oder ein Lied oder ein Liebesgedicht und spielen Sie. So langsam bewegen wir uns ja dann doch. Ich glaube, da geht's dann weiter. Was ist das denn? Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Ach du Heilige, was auch immer das darstellen soll. Salzautomat, aha. Traurig, wenn man so stark ist wie so da traurig. Huch, was ist das denn? Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch an Vanille? Sag Seemann, aus welchem Hafen. Ach hallo Kleiner, was machst du denn da? Kämpfen. Verstehst, was ich meine, oder? Was lauberst du?
Ich habe jetzt nicht zugehört, sorry. Mein Freund, hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein flüsterliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Huch. Ja, die Drogen will ich aber auch haben. Was zum Teufel? Press to turn machines into allies. Ach so. Das Äquivalent zum Hacken in Bioshock 1. Ach, hier könnten wir Salze klauen. Wenn wir denn welche bräuchten. Ach gut, das kennen wir schon. Was ist jetzt hier los? Ticket kaufen. Okay. Mein Freund, der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Versuche beim Kartenabreißer Beherrschung anzuwenden. Ach, so geht es. Sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich ihn bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Gibt's hier überhaupt Kopf und Zahl? War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Was auch immer die da treiben. So, wir sind jetzt im Jahrmarkt. Moment, wir waren doch gerade im Jahrmarkt. Ist der Jahrmarkt 2.0 hier, oder was? Der ist aber ziemlich leer. Sehr komisch. Ich weiß nicht, habt ihr auch den Eindruck, bei mir ist es gerade so, dass mir gerade irgendwie schlecht wird von dieser Ding hier. Also nicht jetzt schlecht, aber irgendwie ist das anstrengend für die Augen. Kann das sein? Liegt das an der niedrigen Framerate? Wobei ich habe ja hier im Spiel, also auf dem Bildschirm 40 FPS, das sollte ja reichen, beziehungsweise 40 bis 50, das sollte ausreichen. Aber irgendwas ist hier, entweder geht es mir gerade einfach nicht so gut oder es liegt am Spiel, dass es irgendwie auf die Augen geht mit der Zeit. Ich muss auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen. Vielleicht liegt es einfach nur an mir, dass es mir gerade nicht so gut geht. Wobei es mir eigentlich vorher gut ging, deswegen wundert es mich. So, wir haben Gesundheitskit. Ist aber alles voll. Okay. Die Verkaufsautomaten sind also auch wieder mit am Start. Vielleicht sollte ich mich einfach nicht so schnell bewegen. Vielleicht ist es wirklich die Mausempfindlichkeit, die so hoch ist. Moment. Weil die ist wirklich schon sehr hoch. Wird auch nicht viel besser, aber naja. Back in 5 minutes, okay. Vielleicht ist es auch meine Haltung, weil ich so komisch vor dem Ding hocke, dass ich mal noch am Mikrofon bin. Sollte vielleicht ein bisschen mehr weggehen, dann versteht man mich allerdings schlechter. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ich stelle es dann einfach ein bisschen im Premiere lauter. Dann versteht ihr mich auch wieder. So, wo auch immer wir jetzt hier hinkommen. Oh Gott. Wie geil. Oho. Was zum Teufel? Hat die Statue gerade irgendwie sich gewechselt und sich geändert oder habe ich mir das eingebildet? Was macht ihr beide da? Ach so, die schießen sich gegenseitig ab. Business as usual in einer religiösen Stadt vermutlich. Wobei es da ja eigentlich nicht so sein dürfte, dass unterschiedliche Glaubensrichtungen aufeinandertreffen, weil es hier scheinbar ja nur eine gibt. So, ich bin doch jetzt ins Schussfeld gelaufen, tut mir echt sehr leid.